Zeit bestimmt unser ganzes Leben. Wir sprechen von Zeit, orientieren uns im Fluss der Zeit und strukturieren sie seit Jahrhunderten mit Hilfe von Kalendern und Uhren. Wenn wir aber wissen wollen, was Zeit wirklich ist, geht es uns ähnlich wie dem Kirchenvater Augustinus, der schon im 4. Jahrhundert gesagt hat: Solange mich niemand danach fragt, ist mir's, als wüsste ich's. Doch fragt man mich und soll ich es erklären, so weiß ich's nicht. Im nun folgenden Gespräch beschäftigt uns das Rätsel der Zeit, ihre Bedeutung für unser Denken und wir fragen nach unserem Umgang mit ihr. Unser Gast ist der Zeitforscher Karl-Heinz Geisler, Professor für Wirtschafts- und Sozialpädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Das Gespräch mit ihm führen Jacqueline Sonego-Mettner, Jörg Acklin und Saida Keller-Messali. Herr Geisler, Sie befassen sich seit Jahren mit Zeit. Kann man zu einem Wissen, was Zeit ist, kommen? Man kommt nicht viel weiter als Augustinus. Das haben wir eben gehört, dass man eine ungefähre Ahnung hat über Zeit, aber eigentlich die Frage präzise zu beantworten, was ist Zeit, ist eigentlich noch niemand dazu gekommen, wenigstens allgemeingültig zu beantworten. Thomas Mann nennt sie wesenlos und allmächtig, die Zeit. Einzig die Germanisten haben eine Definition, die man eigentlich unwidersprochen sein lassen kann, die heißt, Zeit ist ein einsilbiges Wort. Deshalb reden wir so viel darüber. Ich habe von Ihnen gelesen und das hat mir gefallen. Eigentlich sollte man die Zeit leben und nicht so viel darüber schreiben. Aber trotzdem schreiben Sie über die Zeit. Warum machen Sie es trotzdem? Ja, weil ich genau das auch ein Stückchen für mich auf die Reihe bringen möchte, wie man mit Zeit vernünftig lebt. Und da muss man viel über Zeit nachdenken. Und meine Form des Nachdenkens ist, das auch zu Papier zu bringen, weil das eine Verarbeitung ist der Zeitprobleme, die ich selber habe in dieser Gesellschaft und die jeder hat. Andere gehen in Zeitmanagement-Seminare, andere schreiben Romane. Ich mache es mit Sachbüchern. Also Sie haben sich entschlossen, sich beruflich mit Zeit auseinanderzusetzen, weil Sie mit der Zeit Schwierigkeiten hatten? Woher kommt Theorie? Weil man in der Praxis Probleme hat. So ist das bei jeder Wissenschaft, denke ich. Und welches waren Ihre Probleme, in Anführungs- und Schlusszeichen? Na, es gibt individuelle Probleme und es gibt gesellschaftliche Probleme. Also ich kam, wenn ich die gesellschaftlichen Probleme mal aufzeige, zu dem Zeitthema durch den Sachverhalt, dass in der Bundesrepublik Deutschland auf jeden Fall so Anfang der 80er Jahre die Arbeitszeitverkürzung ein ganz gewichtiges Thema war. Und die Frage ist, wie soll sie gestaltet werden, wie soll sie geordnet werden? Und aus kulturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Sicht, dazu zähle ich mich zu dem Vertreter dieser Wissenschaften, ist Zeit ein Ordnungsmittel, mit dem man Ordnung macht in Gesellschaft und auch im individuellen Leben. Und von daher bin ich über die Veränderung der Zeitordnung zu diesem Zeitthema gekommen. Aber ist nicht Zeit einfach ein Wort? Ja, natürlich ist Zeit ein Wort, ein Abstraktum quasi. Zeit ist nichts anderes, wenn Sie das Wesen bestimmen wollen, als ein Wort für die Vergänglichkeit, um die Vergänglichkeit zu ordnen. Und dafür haben wir Zeit und Zeitmaße erfunden. Mit diesen Zeitmaßen versuchen wir, die Vergänglichkeit ordentlich zu machen, der wir ausgeliefert sind und die wir eigentlich nicht beherrschen können. Kann man die Zeit messen wie den Raum? Man kann die Zeit natürlich nicht messen, sondern messen kann man die Veränderung. Also Einstein hat das sehr deutlich gesagt, indem er sagt, die Uhr misst natürlich nicht die Zeit, sondern die Uhr misst nur die Veränderung der Relation von zwei Zeigern. Und das nennen wir dann eine Stunde, Minute oder Sekunde, aber nicht die Zeit. In der Uhr steckt ja auch keine Zeit. Aber was hat das mit der Zeit überhaupt dann zu tun? Ja, wir versuchen, die Vergänglichkeit, die wir Zeit nennen, quasi zu beherrschen. Und es gibt eine Tendenz, möglichst das zu beherrschen, was nicht beherrschbar ist. Also, und das besonders genau zu kontrollieren. Also anders ausgedrückt, wir wissen nicht, was Zeit ist, können Zeit aber so genau kontrollieren, wie es fast überhaupt nichts auf dieser Welt. Das heißt, das Unbeherrschte versuchen wir über Messung zu beherrschen. Ist das vielleicht deshalb, weil wir Angst haben vor der Zeit? Natürlich, denn die Vergänglichkeit trifft uns ja relativ hart am Ende. Das heißt, wir werden in die Ewigkeit übergehen. Und die Ewigkeit ist, wenn Sie so wollen, das Gegenteil von Zeit. Aber gewinnen wir denn Leben, wenn wir die Zeit genau messen können? Das glaube ich auch nicht. Das ist die Illusion. Das ist die Illusion, dass wir die Vergänglichkeit auf eine Linie bringen, hintereinander schalten oder koordinieren zu Gleichzeitigkeit
Und das ist die Imagination oder die Vorstellung, dass wir dadurch Leben gewinnen. Dadurch gewinnen wir eine Ordnung, dadurch gewinnen wir Güterwohlstand, zweifelsohne, das Produkt ist klar, indem wir Zeit in Geld verrechnen. Wir können also Zeit messen und die Zeit in etwas anderes verrechnen. Und dadurch gewinnen wir, ja, nicht unbedingt Lebensqualität, aber Lebensstandard. Sie haben bis jetzt von der vergänglichen Zeit gesprochen, aber es gibt ja auch eine andere Dimension der Zeit, nämlich dass sie nicht vergänglich ist, also das, was wir uns nicht denken können, die Ewigkeit. Ja, die Ewigkeit ist quasi das, was jenseits der Zeit ist. Oder man könnte sagen, Zeit ist das, was zwischen Geburt und Ewigkeit liegt. Und nur das. Und die Ewigkeit ist eben nicht messbar, glücklicherweise kann man sagen. Nur haben wir ein eher ängstliches Verhältnis zur Ewigkeit, weil wir nicht mehr in jenen religiösen Zusammenhängen denken, die die Ewigkeit als etwas Attraktives sehen lässt und das Leben quasi als Durchgangsstadium zur Ewigkeit. Früher war das ganz anders. Also hat Zeit als Wort auch mehrere Bedeutungen letztlich? Also steht für ganz verschiedene Sachen? Natürlich, natürlich, ganz unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt ja auch verschiedene Arten, Zeit zu messen oder darüber zu sprechen. Ich denke, das Bewusstsein von Werden und Vergehen und dass sich alles ändert ständig, das ist ja uralt. Und dann nachher kommt der Punkt, wo die mechanische Uhr erfunden wird und das so wie präzise dann gemessen wird. Was ist denn da der Grund, dass man plötzlich es einem nicht mehr gereicht hat, in Tagen und Nächten zu rechnen, sondern man das so präzise dann festhalten wollte? Man hat ja bis vor 500 Jahren eben etwa, als die mechanischen Uhren erfunden worden ist, nach der Naturzeit gelebt oder nach der kosmischen Zeit. Und diese Naturzeit, in die war man eingebettet, das heißt, man hat rhythmisch gelebt. Und die Natur hat schöne Seiten, sie hat aber auch brutale Seiten. Und man versuchte, sich Ende des Mittelalters von den Naturprozessen in gewissem Maße loszulösen. Das hat etwas damit zu tun, dass da auch die Städte gewachsen sind, besonders in Oberitalien, dort, wo auch die Uhr erfunden wurde. Und man soziale Kontrolle ausüben musste und soziale Koordination ausüben musste. Und das machte man über Raum- und Zeitmaße hauptsächlich. Also Stadttore waren sozusagen die Grenze der Stadt und die Öffnung der Stadttore wurde sozusagen über Zeitmaße bestimmt. Diese Ordnungsnotwendigkeit brachte es mit sich, dass man sich von den Naturzeiten etwas löste und quasi die Natur auch in gewissem Maße beherrschte oder lernte zu beherrschen. Und diese Unabhängigkeit, teilweise Unabhängigkeit von Natur, hat uns auch ein Stück weit freier gemacht, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite um den Preis ökologischer Probleme zum Beispiel, die wir heute haben, dadurch, dass wir uns von der Natur so weit entfernt haben. Aber dass wir zum Beispiel einen Kühlschrank haben, einen Eisschrank haben, in dem wir zeitliche Verfallsprozesse kontrollieren können, ist durchaus ein Sachverhalt, der zu unserer Lebensqualität beigetragen hat. In Ihrem Buch Tempo der Welt kommen Sie immer wieder auf dieses duale System zurück, also organische Zeit und zyklische Zeit. Können Sie das ein bisschen erläutern, was der Unterschied ist? Na, die organische Zeit ist quasi die Naturzeit in den Menschen oder in den Tieren als in den Organen drin. Das heißt also, jeder von uns ist rhythmisch organisiert und nicht taktförmig wie die Uhr. Und der Rhythmus besteht darin, dass er etwas wiederholt, aber mit Abweichungen. Also der klassische Rhythmus in die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jedes Jahr kommen sie, aber jedes Jahr sind sie anders. Verschoben, oder? Ja. Und dieses Anderssein, genauso unser Herzrhythmus, ist kein Takt, sondern zeigt immer, wenn Sie das auf dem EKG sich anschauen, kleine Abweichungen. Und das erhöht die Fehlertoleranz. Das ist sozusagen das Organische und gleichzeitig auch das Zyklische, das Wiederkehrende. Und das nach diesen Zeiten haben wir früher gelebt und mussten auch danach leben. Und durch die Uhr haben wir eine lineare Zeit entwickelt. Eine lineare Zeit oder Zeitvorstellung, die darin besteht, dass wir Zeit taktförmig organisieren. Denn die Uhr, und es gibt sehr viele Uhren, Bahnhofsuhren zum Beispiel, rücken taktförmig vor. Immer eine Sekunde im Takt. Und dieser Takt hat möglichst keine Abweichung. Wenn er eine Abweichung hat, geht die Uhr falsch quasi. Das heißt also, wir leben nach einem Takt und entfernen uns quasi von unserer eigenen Natur. Und diese Entfernung von unserer eigenen Natur wirft, wie gesagt, schon Probleme auf, Gesundheitsprobleme und Ähnliches mehr. Aber es bringt eine erheblich bessere Möglichkeit, Zeit zu planen und Zeit zu koordinieren und mit Zeit umzugehen.
Also wir müssen unseren Rhythmus einem Takt anpassen. Wir haben den Rhythmus durch den Takt weitgehend ersetzt. Ja. Aber wir sind ja selber immer noch rhythmische Wesen, keine Taktwesen. Und Friedrich Dürrenmatt hat einmal sehr schön gesagt, die Tiere, die schwimmen in der Zeit. Und ich denke, in der zyklischen Zeit damals waren wir doch in die Zeit noch eingebettet. Und jetzt plötzlich, also mit den Uhren, sind wir der Zeit gegenüber. Ja, wir stehen der Zeit gegenüber und wir beherrschen die Zeit. Wir haben sozusagen die Zeit aus der Natur abgezogen und zu einer Sache von uns selbst gemacht oder von Gott. Früher wurde es ja als Eigentums Gottes betrachtet, die Zeit. Deshalb gab es das Zinsverbot. Man durfte nicht mit Zeit handeln. Inzwischen handeln wir sehr, sehr stark mit Zeit, gerade in Mitteleuropa. Das heißt, also wir planen die Zeit, die eigentlich Gott gehört hat, und verplanen sie und machen dadurch, dass wir sie verplanen, eine Distanz zu den rhythmischen Prozessen und haben dann unsere Gesundheitsprobleme und ökologischen Probleme. Eben, da sprechen Sie ja etwas an, das schlägt ja sozusagen auf uns zurück, dieses Taktdenken. Ja. Das ist ja eigentlich wie der Anfang vom ganzen mechanistischen Weltbild, wo auch der Mensch plötzlich wie ein Automat, ich denke, die Uhr war der erste Automat, auf einmal gibt es Leute, die sprechen auch vom Menschen so, als wäre er so ein Automat, der so zu funktionieren hätte. Nicht nur vom Menschen, auch vom Staat. Es gab so im 17., 18. Jahrhundert die Vorstellung, der Staat ist eigentlich dann ein guter Staat, wenn er funktioniert wie eine Uhr. Die Uhrenmetapher ist sozusagen für das Staatswesen und für die Konstruktion des Staatswesens ganz, ganz wichtig gewesen. Und man merkt aber jetzt die Folgen dieser Denkweise, besonders eklatant, indem wir uns so weit entfernt haben, dass wir an unsere eigene Natur nicht mehr anknüpfen können, obwohl wir das zunehmen könnten. Denn Flexibilität der Zeit, die hat ja zugenommen in den letzten 20 Jahren. Aber wir finden die Rhythmen nicht mehr wieder, weil wir sozusagen entfremdet von den eigenen Rhythmen sind. Die Menschen können sich nicht mehr rhythmisch organisieren. Deshalb organisieren sie sich zum Beispiel an der Uhr oder am Fernsehprogramm. Das ist natürlich auch eine Zeitorganisation, an der sich zunehmend... Eben, eine gewisse Orientierung braucht man ja einfach. Natürlich brauchen Sie. Sie haben vorher das so einander entgegengesetzt, die lineare Zeit und die zyklische Zeit. Hat die lineare Zeit, wir haben es jetzt eher negativ besprochen, hat die nicht auch etwas, was befreiend sein kann? Also ich denke jetzt auch noch schon zurück ans biblische Denken. Dort ist ja auch schon immer dieses Lineare im Sinne davon, wir Menschen können etwas beeinflussen. Mhm. Es läuft nicht immer alles gleich, sondern es gibt die Möglichkeit, die Geschichte zu verändern, auf das Bessere hin. Ja. Ist da nicht auch etwas Positives, diesem linearen Denken abzugewinnen? Natürlich, nur das Zukunftsbewusstsein, was wir heute haben, zu Genüge haben, ist nur durch das lineare Denken überhaupt entstanden. Also man war völlig ausgeliefert, man war passiv, man war zum Beispiel auch sesshaft, man war immobil. Alles das ist durch das zyklische Denken natürlich provoziert und das lineare Denken befreit uns davon. Und befreit uns zum Beispiel von der Sesshaftigkeit. Und die Mobilität, die wir bekommen haben, ist ja durchaus was Sinnvolles. Auf der anderen Seite produziert sie genau auf eben diese ökologischen Probleme, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und die Linearität drückt sich zum Beispiel in unseren Straßen aus, möglichst gerade. Die Linearität sozusagen der Zeitvorstellung entspricht der Linearität des Raumes. Sie haben ja vorher gesagt, dass der Staat im Absolutismus funktionieren musste wie eine Uhr und in der Industrialisierung musste der Mensch funktionieren eigentlich wie eine Maschine. Aber das war ja gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Also wie hat man eigentlich das hingekriegt, dass der Mensch plötzlich seinen Rhythmus zum Takt werden ließ, zwangsmäßig? Wie ist das eigentlich gegangen? Na, man hat das durch harte Strafen erreicht. Man hat das zum Beispiel durch die Abschaffung der Feiertage erreicht. Und der klassische Fall ist die Abschaffung des Feiertags des Individuums, der sogenannte Blaue Montag, der 600 Jahre ohne irgendwie kodifiziert zu sein, wirksam war. Der Blaue Montag, wo zum Beispiel die Handwerker ihren individuellen Feiertag hatten, wo sie ihre Dinge regelten, sich nach ihrer Zeit richteten, die sie in ihren Zünften und persönlich brauchten, den hat man dann abgeschafft und hat ein ganz strenges Zeitregime eingeführt, unter anderem eben durch Glockenzeichen und durch Uhren. Genau dorthin wollte ich mit den Feier- und Ruhetagen. Sie sind ja eine Konstruktion. Mhm. Zuerst war sie eine göttliche Konstruktion, am siebten Tag sollst du ruhen. Mhm. Und dann wurde sie eine menschliche Konstruktion. Also diese Zäsur, zu der sich der Mensch gezwungen sah, offenbar. Was denken Sie, was hat das für eine Funktion, also diese Ruhetage einzubauen? Na, erstmal ist das ein Abbild der Natur, die ja immer auch in einem Rhythmus von Aktivität und Ruhe funktioniert.
Das heißt also, auch Tiere, Winterschlaf und ähnliches mehr, gibt es immer einen Rhythmus von Aktivität und Ruhe. Und diesen Rhythmus hat man übernommen für die soziale Organisation von zum Beispiel des Monats über die Wochen. Denn die Woche hat ja keine kosmische Korrespondenz als einziges Zeitmaß, größeres kalendarisches Zeitmaß. Alle anderen sind durch kosmische Rhythmen gekennzeichnet. Die Woche, die von den Babyloniern eingeführt wurde, wurde quasi dadurch konstruiert, dass man einen Tag für kultische Zwecke bereithielt. Und kultische Zwecke sind dafür da, um einerseits Opfer darzubringen, aber auf der anderen Seite aus kulturwissenschaftlicher Sicht, um Soziales zu inszenieren. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass der zyklische Rhythmus der Zeit auch etwas Unerträgliches hat? Also dass der Mensch sich wirklich gezwungen sah, das auch aufzuhalten, dieses dauernde Zyklische mit den Ruhetagen, mit den Feiertagen. Du meinst, Feiertagen, dass man nicht eingebunden ist in auch die Zwänge der Natur, sondern dass man den einen Tag der Freiheit hat. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Nein, ich meine, dass das Zyklische auch etwas Unerträgliches hat für den Menschen. Natürlich, es hat etwas, es macht den Menschen passiv und es macht ihn nicht aktiv. Das heißt also, er fühlt sich ausgeliefert den Naturgewalten, zum Beispiel Überschwemmungen, Hungerkatastrophen und alles. Ist man ausgeliefert, besonders im Mittelalter. Davon haben wir uns etwas emanzipiert, indem wir zum Beispiel eben Flüsse regulieren und die Flussgeschwindigkeit versuchen zu beschleunigen, um das Wasser schneller ablaufen zu lassen, was uns nicht davon verschont, trotzdem Überschwemmungen zu produzieren. Also wir versuchen es im Griff zu haben. Was ja doch auch noch spannend ist, diese ganze geschichtliche Entwicklung muss ja eigentlich jeder Mensch individuell auch wieder durchmachen. Vom Kind, wenn es in die Schule geht. Das ist ja eine absolute Wiederholung im Kleinen. Also das Militär und die Schule sind die größten Zeiterzieher in dieser Gesellschaft. Immer schon gewesen. Und wir haben 250 Jahre Pünktlichkeitserziehung hinter uns. Und jetzt kommen wir in eine Epoche, wo das eher negativ wirkt, weil wir eine flexible Gesellschaft werden wollen. Und Pünktlichkeit hat auch etwas Starres, weil man nicht flexibel genug reagieren kann, wenn man eine Verabredung pünktlich getroffen hat und plötzlich kommt was dazwischen. Und man muss die Pünktlichkeit einhalten. Und diese Starrheit ist mit den modernen Dynamiken nicht mehr vereinbar. Aber mit dem Aufbau einer Industriegesellschaft war es sehr gut vereinbar. Und das hat uns gerade im Industriesystem ganz viel Güterwohlstand gebracht. Man spricht ja heute eben vom gehetzten Kind. Also, und ich höre das oft, dass Kinder auch wirklich unter diesem ständigen Termindruck leiden. Und andererseits höre ich ältere Leute, die davon schwärmen, wie sie früher noch auf der Straße spielen konnten und einfach mehr zeitliche und räumliche Freiheiten hatten. Wie schätzen Sie die Situation für Kinder ein? Naja, das hat etwas damit zu tun, dass die größte Angst in der Gesellschaft die ist, etwas zu versäumen, seit es die Uhren gibt. Und bei der Kinder- das kommen wir dann später. Und bei der Kindererziehung ist genau das der Fall, dass Eltern natürlich auch möglichst alles für Kinder machen wollen, was so auf dem Markte feilgeboten wird, um ja nichts zu versäumen in ihrer Entwicklung, bei ihren Lernmöglichkeiten, ihren Bildungsmöglichkeiten. Und das setzt Kinder unter Druck und sie bringen das natürlich auch selber mit, weil sie ganz viele Möglichkeiten haben und müssen das entscheiden. Und deshalb müssen Kinder heute viel früher eine Uhr haben als noch vor 50 Jahren. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Es gibt eine ganze Geschichte der Kalenderproduktion. Man hat immer versucht, den Kalender also so zu machen, dass es am Schluss dann, dass die Rechnung quasi aufgeht mit der Zeit. Und das ist ja nie der Fall. Also man hat Schaltjahre eingebaut und so weiter. Es braucht dauernd Korrekturen. Ja. Wie sehen Sie also diesen Versuch der Menschen, die Zeit, wie er sie konstruiert, also anhand eines Kalenders und die Zeit zur Deckung zu bringen? Na, man will also versuchen, die Zeit der Natur, des Kosmos möglichst präzise eben zu konstruieren und selbst nachzuvollziehen. Das ist genau das, was ich schon angedeutet habe, dass man versucht, etwas, was man eigentlich nicht beherrschen kann, beherrschen zu wollen. Und dass es eigentlich eine Kränkung des Menschen ist, dass er das nicht beherrscht. Und die Differenzen werden halt immer kleiner, weil man präzisere Messgeräte hat. Aber auch noch die besten Uhren gehen in 250.000 Jahren eine Sekunde nach. Ja. Wir haben vorher schon von den Feiertagen gesprochen, Festtagen. Und ich denke, wir leben jetzt ja auch in einer besonderen Zeit, im Advent, Zeit des Wartens. Was ist das für eine Qualität von Zeit, Warten? Naja,
es ist ja, der Advent ist ja die wörtliche Übersetzung, die Zeit der Ankunft sozusagen, weniger des Wartens als der Erwartung. Mhm. Und nur wer warten kann, kann etwas erwarten. Und das, denke ich, ist uns verloren gegangen. Und wir sehen ja, wie der Advent heute begangen wird. Genau das Gegenteil ist der Fall, als Warten und Erwartung zu entwickeln. Nur dann, denke ich, kann vernünftig Weihnachten kommen, wenn man etwas erwartet vorher. Und das kann nicht nur ein Geschenk sein, also ein materielles Geschenk sein sozusagen. Aber der Advent, der auch früher als Fastenzeit realisiert wurde, war natürlich, müsste heute als Zeitfastenzeit organisiert werden. Das wäre sozusagen die Konsequenz heute. Was meinen Sie damit? Die einzige Möglichkeit, also den Zeitdruck zu reduzieren, mhm, und der zeitlichen Verplanung etwas Widerstand entgegenzusetzen. Das wäre die Form, wie man heute fasten könnte. Denn das Fasten bei diesem Güterwohlstand hat sehr viel ironische Aspekte oder bis hin zu zynischen Aspekten. Fasten, wenn man wirklich fasten will, müsste man heute Zeitfasten machen. Das heißt, nicht permanent Zeit verplanen, Zeit organisieren, sondern eher die Zeit zu sich einladen. Warum ist das so schwierig? Weil wir so viel zu tun haben oder glauben, so viel zu tun zu haben. Und weil es so viel Ablenkung gibt und Kafka hat das mal sehr schön ausgedrückt, so viel Ablenkung, dass wir gar nicht mehr wissen, von was wir abgelenkt werden. Und so viele Ereignisse, die wir alle in möglichst kurzer Zeit realisieren wollen. Und das macht den Zeitdruck aus. Und was meinen Sie, von was wollen wir eigentlich abgelenkt werden? Na, von das eine ist ganz sicher, wir fliehen vor unserer eigenen Zeitlichkeit oder vor unserer Endlichkeit. Also vor unserer inneren organischen Lebensuhr, die gibt es ja, oder? Also die Angst vom Ende. Vor dem Ende. Es ist letztlich immer diese Angst, würden Sie sagen, vor dem Ende. Ja, und wer Zeit begreifen will, muss sie vom Ende her begreifen. Das heißt, muss sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und gerade das Gegenteil ist der Fall. Viele wollen Zeit nicht begreifen, sondern organisieren, weil sie dem Tod fliehen wollen. Und der Tod wird ja aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Der wird ausgegrenzt, ganz klar. Auch die Langsamen werden ausgegrenzt. Also langsame Schüler werden in Sonderschulen geschickt und langsame Alte werden in Altersheime geschickt. Weil es Entschuldigung. Wenn wir bei der Religion bleiben, die drei großen monotheistischen Religionen haben ja ganz verschiedene Zeitrechnungen und haben begonnen, die Zeit zu zählen ab Erscheinen ihrer Propheten. Mhm. Warum war so das Bedürfnis, die Zeit genau an diesem Punkt, also zu zählen, zu beginnen? Naja, ich denke, dass es seit die ersten Kulturgesellschaften entstanden sind, immer schon berechnet wurde aus kultischen Gründen. Und jetzt kommen sozusagen noch Personen ins Spiel, an denen man quasi diese Zeiten festmacht, um die Personen natürlich in besonderem Maße herauszuheben aus der Geschichte oder zeitlos zu machen. Das ist ja die Paradoxie, dass man eigentlich mit Personen, mit Christi Geburt rechnet, um ihn zeitlos zu machen, also die Zeit zu organisieren. Also im Westen wird mit Christi Geburt gerechnet, aber im Islam oder im Judentum nicht. Ja, aber im Islam rechnen sie ja auch nach medanischen. Ja, nur haben wir ja ganz verschiedene Zahlen jetzt, also wir leben nicht in der gleichen Zeit. Ja, also das zeigt nur, dass es menschengemacht ist und natürlich von gewissen religiösen oder metaphysischen Vorstellungen ausgeht. Das heißt, man könnte es auch ganz anders machen. Mhm. Das heißt, es ist rein willkürlich letztlich. Das ist relativ willkürlich, rein natürlich nicht, weil es an irgendwelchen Vorstellungen festgemacht ist und natürlich auch an kosmischen Prozessen. Also das Jahr wird natürlich immer noch in allen Religionen nach kosmischen Prozessen organisiert. Aber zum Beispiel die Zählung des Kalenders ist dann jeweils unterschiedlich. Ja, und es hat damit zu tun mit Geburt und Tod von einem Einzelnen. Also wenn ich mir vorstelle, das Leben für mich beginnt ja auch mit meiner Geburt. Und so wird einfach im Großen irgendetwas als Geburt gesetzt, Geburt Christi oder so. Ja. Und dann sagt man, da beginnt es eigentlich, oder? Ja. Man setzt da eine Marke. Ja, genau. Man sagt ja damit auch, dass bestimmte Ereignisse sehr wichtig sind. Mhm. Und das scheint mir auch, haben wir vorher schon davon gesprochen, wenn so viele Ereignisse sich häufen, also ständig, man rennt zum nächsten Konzert, in die nächste Filmvorführung und dies und jenes, eben gerade auch im Advent, und hat gar keine Zeit mehr, sich das anzueignen. Also wenn man dann nachher zum Schluss fragt, was war jetzt in meinem Leben? Also wie geht das dann? Welche Zeit ist dann qualitativ auch wirklich wertvoll? Oder respektive, wie kann man wichtige Zeit überhaupt erleben in seinem Leben? Dass wir so viel zählen, dass wir zum Beispiel jedem Tag ein Datum geben, das erhöht den Zeitdruck.
Das ist erst 500 Jahre alt, früher gab es kein Datum. Deshalb gibt es die Maler des Mittelalters, haben kein Geburtsdatum. Das wissen wir auf jeden Fall nicht. Sie haben natürlich eins aber im Nachhinein gerechnet, aber wir wissen es nicht. Und dadurch, dass wir alles zeitlich fixieren und zum Datum machen, machen wir uns selbst quasi zur Rechenmaschine, wenn Sie so wollen. Die Frage ist, wie tief wir unser eigenes organisches Zeitmuster damit verbinden. Und im Nachhinein, wenn Sie zurückblicken, merken Sie sich eigentlich nur die Daten, wo Sie Ihr eigenes Zeitmuster wiederfinden, also was Sie relativ tief erlebt haben. Und das heißt, es ist sehr eng verbunden mit meiner Zeit. Also aber auch mit der Erinnerung. Nicht? Mit der Erinnerung, klar. Ja, eben, es kommt ja am Schluss nicht darauf an, ob ich jetzt 50 Tage hochverliebt war, sondern dass ich einmal die Liebe kennengelernt habe. Ja, genau. Oder? Und genau. Wie lange das war... Ja, bei der Liebe muss man Zeit verlieren, bei der Arbeit muss man Zeit gewinnen. Das ist genau die Differenz. Die Frage ist nur, wie bekomme ich die Liebe zur Arbeit hin? Und woran erinnert man sich eigentlich am ehesten? Ist es nicht etwas Merkwürdiges, dass man sich gerade an eine Zeit erinnert, die sehr schnell verging, weil sie so intensiv war? Ja. Und man erinnert sich an diese schnelle Zeit und sie bleibt aber lang in Erinnerung? Ja. Man erinnert sich sozusagen zeitlich an die Dinge, wo man sich in der Gegenwart nicht mit der Zeit beschäftigen muss. Das ist die Paradoxie. Ja. Also die Zeit vergeht ganz schnell in der Gegenwart, wenn man etwas erlebt, was quasi hoch emotional betroffen macht. Und nur das erinnere ich in der Vergangenheit. Und die Sache, wo die Zeit nicht vergeht, was langweilig wird, das vergesse ich relativ schnell. Und das wirkt rückblickend relativ kurz, obwohl es im aktuellen Moment relativ lang wird. Kann man sagen, dass wir vielleicht so hetzen, um dann endlich die Zeitlosigkeit zu gewinnen? Das kann sein. Also wir versuchen sozusagen die Probleme mit weiterer Beschleunigung, besonders die Probleme, die wir durch Beschleunigung produziert haben, versuchen wir mit noch mehr Beschleunigung wieder uns vom Hals zu hetzen. Aber da sind wir jetzt an einer Grenze, weil die Beschleunigung in Lichtgeschwindigkeit weiter können wir nicht mehr gehen. Übrigens an einer natürlichen Grenze. Jetzt sind wir plötzlich wieder bei Natur angekommen, obwohl das über die Medien läuft und keiner das eigentlich merkt, dass es eine natürliche Grenze ist, sondern es wird als technische Grenze erlebt. Aber es ist eine natürliche Grenze, die Lichtgeschwindigkeit. Und die bringt uns ja auch viele Probleme, denn unser ganzes kapitalistisches System ist ja durch den Vergleich und die Gleichung Zeit ist Geld so groß und so erfolgreich geworden, indem wir Zeit an Geld gekoppelt haben. Und in einem Konkurrenzkapitalismus heißt das immer, Zeitvorsprung ist Geld, weil man schneller als der andere sein will. Und wenn es bei Lichtgeschwindigkeit gibt es keinen Zeitvorsprung mehr. Und deshalb suchen die Banken dringend um Zeitvorsprünge. Es gibt auch wirklich unheimliche Ausdrücke. Sie haben eins erwähnt, Zeit ist Geld. Aber man kann auch die Zeit totschlagen oder sich die Zeit um die Ohren schlagen und so weiter. Es zeigt doch ein sehr ambivalentes Verhältnis, das die Menschen zur Zeit haben. Ja. Also einerseits können sie ohne Zeit nicht sein. So ist es. Ihr Leben besteht aus Zeit und andererseits möchten Sie die Zeit totschlagen. Ja, weil die Zeit sich selber totschlägt quasi. Ja. Das ist aber die Illusion, als wenn ich mit der Zeit so etwas machen könnte wie mit einem Hammer. Mhm. Also ich mache die Zeit zu einem Gegenstand und suggeriere mir, dass ich mit der Zeit was machen kann. Also das ist eine Illusion. Und gerade in letzter Zeit hört man sehr viel, die Formulierung, die Zeit ist die wertvollste Ressource. Mhm. Die Zeit ist natürlich keine Ressource, denn sie ist keine Sache. Also denn sie kommt ja immer wieder neue nach. Und genügend. Sie ist nicht ausbeutbar in diesem Sinn. Ich kann mich nur selber ausbeuten innerhalb der Zeit, aber nicht die Zeit ausbeuten. Es kommt immer wieder neue nach. Und die Zeit ist ja auch kein Wirtschaftsgut, denn sie wird ja immer mehr, wenn man sie verschwendet. Eben, man muss sich ja dann fragen, wofür setze ich meine Zeit ein, oder? Man muss dann fragen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig? Ja, das ist das Problem, wenn Sie Zeit an Geld koppeln, weil das Geld kein Maß kennt. Das Geld kennt kein Genug. Sie können nicht sagen, Sie können natürlich sagen, ich habe genug Geld, aber es gibt kein objektives Kriterium, genug Geld zu haben. Aus dem Geld, was Sie haben, können Sie immer noch mehr Geld machen. Und das Geld kein Genug kennt, macht die Zeit maßlos, weil das Maß nur aus der Qualität kommt. Das Geld an sich hat keine Qualität. Ja, und es gibt ja auch ein Problem, sehr viele eigentlich hochqualitativ, ganz hochstehende Zeiten, zum Beispiel das Zusammensein von Eltern mit Kindern oder die Pflege von Bedürftigen. Das ist ja etwas, das kein Geld bringt.
Ja, und oder wo sie die Zeit auch nicht in Geld eigentlich verrechnen genau, können. Ja. Ja. Und das ist, verschwindet immer mehr. Wie kann man solche Zeiten kultivieren? Also ich denke, das wäre ja, es gibt eher einen gegenteiligen Trend, zum Beispiel mit der Pflegeversicherung in Deutschland auf jeden Fall. Da wird fast jeder Handgriff, der sozusagen zur Pflege gehört, monetarisiert, also in Geld verrechnet. Genau. Das heißt, wir tendieren dazu, gerade in einer Dienstleistungsgesellschaft, alle Dienstleistungen, die früher umsonst waren, genau zu kalkulieren, genau zu berechnen. Wobei quasi die das, was ich vorhin sagte, bei der Liebe muss man Zeit verlieren, das gilt zum Beispiel für Pflege, für Kindererziehung und so weiter, dabei die Liebe weniger wird und die Leute werden einsamer. Das ist genau ja, auch die Liebe hat plötzlich ihren Preis, beziehungsweise auch das Mitleid hat seinen Preis. Genau. Also Kant hat das nur sehr schön gesagt, Würde hat keinen Preis. So. Und wir machen natürlich, wir versuchen wir das hinzukriegen. Kleben an alles einen Preis ab. Sie haben vorher gesagt, Zeit gibt es genug, aber Lebenszeit eben nicht. Ich denke, dass dieser Antagonismus, also dieser Widerspruch so schwierig ist, oder? So ist es, so ist es. Wir sind begrenzt in dieser Zeit. Also wer gläubig ist, der sieht natürlich noch in der Ewigkeit eine Hoffnung, eine Zukunft. Der wird nicht so unter Zeitdruck stehen wie jemand, der ungläubig ist. Weil dessen Zeit ja sozusagen abgelaufen ist an dieser Stelle. Während im Mittelalter wurde das Leben ja teilweise sogar als belastendes Durchgangsstadium für die Herrlichkeit, die anschließend kommt, interpretiert. Also das Leben hatte nicht diesen großen Wert, den wir ihm heute zumessen, als die einzige Zeit. Doch auch für Ungläubige gibt es doch so etwas wie einen verzweifelten Versuch, einen paradiesischen Zustand wieder hinzukriegen, nämlich da, wo die Zeit wie ausgefüllt ist, also wie voll erfüllt. Ja, aber auf der Erde sozusagen, während des Lebens. Das ist die Sucht nach den Ereignissen, nach den Erlebnissen. Deshalb sprechen wir auch von Erlebnisgesellschaft. Also den Kick, den man bekommen muss und der ja auch in jeder Werbung angeboten wird, besonders auch in der Freizeit, dass man dort plötzlich erfüllte Zeit bekommt. Man bekommt sicher gefüllte Zeit, ob man erfüllte bekommt. Es ist die Hoffnung, alles in der Lebenszeit zu erleben, sodass man das Totale, nämlich die ganze Zeit dann hat. Das ist wieder das. Genau. Dass man die Ewigkeit im Augenblick, im Erlebten dann doch hat. Ich frage noch, gibt es irgendeine innere Grundhaltung, zum Beispiel die Haltung, dass das Leben ein Geschenk ist, das könnte man ja haben, unabhängig davon, ob man an Gott glaubt oder nicht. Also irgendwie so diese innere Haltung der Dankbarkeit, des Empfangens, dass es eben alles etwas Kostbares ist, die könnte man doch auch kultivieren und würde einem helfen, da zu einer anderen Gelassenheit, zu einem anderen Umgang mit der Zeit zu finden. Das unbedingt. Und das heißt aber auch, dass man an seine eigenen Zeitmuster wieder Anschluss findet und nicht sozusagen sich ablenken lässt von den Zeitmustern, die nur von außen kommen, sondern das, denke ich, bringt diese Haltung, wo ich zufrieden sein kann und eine Haltung, wo ich den rechten Augenblick erwarte und nicht nur immer den richtigen Augenblick kalkuliere. Das ist sozusagen der Unterschied. Also das ist im irdischen Leben ja möglich, dass ich, und da haben wir den Begriff des Kairos aus dem Griechischen dafür, den rechten Augenblick zu erleben, den kann ich nicht planen. Auf den muss ich aber vorbereitet sein, dass ich ihn auch nicht verpasse. Und wie kann man das? Und das ist sozusagen, ich würde sagen, das ist eine aktive Form von Abwarten. Also das ist eine etwas paradoxe Formulierung, aktiv zu sein und trotzdem warten zu können und zu schauen und wahrzunehmen, Soziales im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im natürlichen Bereich und auch bei einem selber. Und das, denke ich, das heißt, die Zeit zu sich einladen. Nicht sozusagen total vergessen. Das halte ich auch für in gewissem Sinn für bedrohlich. Es gibt in Ihrem Buch auch so etwas wie einen roten Faden. Sie klagen an. Also Sie klagen eigentlich, dass wir keinen Bezug mehr haben zur Zeit. Und ich möchte Sie fragen, was schlagen Sie vor? Also wie sollen wir uns neu in unserem Verhältnis zur Zeit einstellen? Na, ich denke, es gibt verschiedene Überlegungen in diese Richtung. Ich habe
in dem Buch vorgeschlagen, eine Überlegung anzugehen, eine eher gesamtwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Perspektive, nämlich die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nicht nur auf Güterwohlstand zu beziehen, sondern auch auf Zeitwohlstand. Das heißt also auf Lebensqualität und nicht auf Lebensstandard hin orientieren und dass wir Indikatoren entwickeln, dass eine Gesellschaft dann reich ist, wenn sie auch an Zeitwohlstand reich ist und nicht, wenn sie nur an Güterwohlstand reich ist. Gibt es eine Lobby für dieses Interesse? Es gibt, ja, sicher nicht bei der momentan existierenden Wirtschaft. Man kann natürlich sagen, es gibt auch dort Gegenbewegungen, wenn Sie Meditationskurse oder sonst wie nehmen, wo also Zeit verlangsamt wird, dann ist das inzwischen auch ein Markt geworden, ein attraktiver Markt geworden. Also gibt es auch dort Interessen an einer solchen Überlegung des Zeitwohlstandes. Aber generell gibt es aus der Logik des kapitalistischen Prinzips heraus, Zeit in Geld zu verrechnen, natürlich keine Lobby in diese Richtung. Sie haben einmal irgendwo auch geschrieben, dass Manager in Klöster gehen in Bhutan, um die Ruhe zu lernen und nachher auf dem Flugplatz sich sterblich aufregen, weil sie fünf Minuten zu spät. So ist es. Also das ist der Versuch, auch nochmal die Ruhe gut zu organisieren, also sozusagen die Zeit so einzuteilen. Und da ist, ich halte das schon für einen Fortschritt gegenüber jemandem, der keine klösterlichen Erfahrungen macht, der nur noch hetzt. Also das ist sozusagen das kleinere Übel, dass jemand wirklich auch phasenweise aussteigt, das heißt eine Vielfalt von Zeitformen leben kann. Das halte ich für eine zweite Perspektive, die Kultivierung einer Vielfalt von Zeitformen. Bisher betonen wir zu sehr die Beschleunigung als die einzig produktive Zeitform. Und ich glaube, dass wir auch im Wirtschaftssystem, und da finde ich viel mehr Anschluss ans Wirtschaftssystem als über die Zeitwohlstandsdebatte, Zeitformen produktiv machen müssen, und auch können, die nicht nur Beschleunigung sind. Zum Beispiel, ja. Entschuldigung, nein, danke doch. Ja, zum Beispiel Pausen. Ja. Pausen dort einzusetzen, wo sie produktiv sind. Oder Warten dort einzusetzen, wo es auch wirtschaftlich attraktiv ist. Es gibt eben, das, ich glaube, das schließt auch gut an, dieses afrikanische Sprichwort, mach langsam, es eilt nämlich. Ja. Ja, genau. Also auch der Umweg ist ja was häufig Produktives, wenn wir kreativ sein wollen. Also wenn alle nur einem Ziel zustreben und das auf die schnellste Art und Weise, kommt immer nur einer als Erster an. Und alle anderen sind sozusagen abgehängt. Während es gibt tausende von Umwegen, unterschiedliche Wege, zu einem Ziel zu kommen als Umweg. Aber in der Gerade gibt es nur einen Weg. Und das ist sehr eintönig und totalitär. Und der Umweg macht uns vielfältiger in unserer Gesellschaft, sowohl der zeitliche als auch der örtliche, und macht uns reicher an Zeitformen. Ist es nicht oft so, dass jemand, Sie haben vorher von der persönlichen Zeit, die man wieder mehr leben sollte, dass jemand das manchmal erst sehr spät merkt, nach irgendeiner persönlichen Katastrophe, sagen wir Herzinfarkt oder so, dann wird das wieder wahrgenommen. So ist es. Das heißt, der Herzinfarkt ist ein Zeitinfarkt. Und deshalb ist in Ländern, die hochindustrialisiert sind, der Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Krankheiten sind ja die häufigste Todesursache. 3/4 aller Todesursachen sind Herz-Kreislauf-Krankheiten, während in Indien nur 1/4 an Herz-Kreislauf-Krankheiten sterben. Dafür mehr an Infektionen, die wieder sehr nah an Naturprozessen dran sind. Also die Infektionen haben wir überwunden, aber haben uns was anders eingehalten. Handelt. Also unterm Strich bleibt es relativ unter gleich. dem Strich werden die Zeiten nicht besser, sondern anders. Sie haben vorhin auch von Aussteigen geredet. Und in dieser Gesellschaft, wo ist es eigentlich sehr schwierig, auszusteigen. Das heißt, Aussteiger werden oft auch sind verpönt, ja. Muss man sagen. Aussteiger sind ja Leute, die das Muster Zeit in Geld zu verrechnen nicht mehr mitmachen. Einfach sagen, ich habe eine Alternative, ich verrechne meine Zeit in andere Kriterien als in Geld. Und das ist in einer hochkapitalisierten Gesellschaft immer mit Diskriminierung verbunden. Mhm. Deshalb sind ja die Arbeitslosen, die zwangsmäßig aussteigen müssen, so diskriminiert, nicht weil sie zu wenig arbeiten, sondern weil sie zu wenig Geld haben, um zu konsumieren. Mhm. Sie haben vorher von der Kultivierung der Zeitvielfalt gesprochen. Und wir sind darauf gekommen, oft geschieht das erst dann, wenn man irgendeine Krise hat, irgendeinen Einbruch. Und das ist ja eigentlich schade, wenn das erst dann geschieht. Ich finde, es sollte eben von Kind auf eigentlich doch das ein bisschen üben. Ja, dazu gehört eine Neuorganisation der Schule zum Beispiel. Ja, eben. Was haben Sie da konkrete Vorschläge? Ja, ich denke, die Ganztagsschule, die dann aber nicht durchgeplant wird wie die Vormittagsschule, sondern eher an Rhythmen der Kinder
und der äußeren Natur orientiert sind. Eine Ganztagsschule könnte wieder die Jugendlichen, die Kinder näher an die Rhythmen von Natur und ihren eigenen Rhythmen Anschluss finden lassen. Also zum Beispiel dann zu lernen, wenn die Lernfähigkeit auch relativ hoch ist. Es gibt zwei Lernhöhepunkte, den einen nutzen wir morgens von 9 bis 12 in der Schule, dann gibt es einen von 4 bis 6, denn der wird fast nirgends genutzt. Mhm. Eigentlich müssen wir die Menschen, die nicht angepasst sind, sehr ernst nehmen als Seismografen. Also ich denke auch bei meinem Beruf, die Leute, die zu mir kommen, die haben eine Ahnung, dass etwas mit der Zeit nicht stimmt. Am Anfang meinen sie vor allem, es stimme etwas mit ihnen nicht. Ja. Aber sie merken vor allem, dass es nicht geht zwischen ihnen und der Zeit. Und die sind ein guter Seismograph. Ja, deshalb ist es ja jetzt ein bisschen in Mode gekommen, dass zum Beispiel Manager sich Auszeiten kürzester Art durch Coaching leisten und so weiter. Also Coaching ist letztlich eine Auszeit, wo ich mal zu mir selber komme. Weil ich eine legitimierte Pause, oder? Eine legitimierte Pause, eine institutionelle legitimierte Pause. Die Frage ist nur, wie damit wieder umgegangen wird. Also ich kenne ein sehr schönes Beispiel, das uns nochmal darauf hinweist, dass die Uhr und die Verabredung und die Pünktlichkeit ihren Einfluss verliert. Ein Kollege erzählte, dass er um 10 Uhr sich mit einem Klienten verabredet hat zu einer Coaching-Sitzung und um 10 nach 10 ruft der Klient mit dem Mobiltelefon an und sagt, ich stehe leider im Stau, aber wir können ja schon mal anfangen. Sie sehen, also das ist sozusagen der Widerspruch der Pause nochmal. Was Sie vorhin von den Arbeitslosen gesagt haben, könnte man auch auf die Alten anwenden, die man ja auch ausgrenzt, die in Altersheimen sind, ab dem Moment, wo sie eben nicht mehr konsumieren können, nicht mehr mitmachen können. Ja, zum Beispiel ist es ja hochgefährlich, wenn jemand verwirrt ist und in der Stadt herumläuft. Die Gefahr, überfahren zu werden, ist immens gestiegen. Mhm. Und in München werden 2/3 aller Leute, die tödlich überfahren werden, sind über 65, weil sie nicht verkehrsgerecht sind sozusagen. Mhm. Und kürzlich hat die Stadt oder die Polizei aufgefordert, dass die älteren Leute verkehrsgerechter sich verhalten sollen. Das heißt, einfach schneller laufen lernen. Und am Schluss kommen wir so weit, dass wir sagen, sie müssen zu Hause bleiben. Ja, und wo bleibt dann wieder? Das wird ja auch, wird ja auch so gemacht. Früher sah man häufig noch, und in Italien sieht man es noch häufiger als bei uns, weil auch die Psychiatrie anders organisiert ist, verwirrte Leute in der Stadt. Das ist bei uns in der kaum mehr möglich. Es ist auch viel zu gefährlich. Also das heißt, wir grenzen nicht nur den Tod aus, wir sind auch kurz davor, die Ruhe auszugrenzen, weil ältere Leute haben ja Ruhe, haben ja Zeit. Ja, ja. Aber das ist völlig richtig. Wir grenzen ja die Ruhe diesbezüglich aus, dass wir jetzt versuchen, den Sonntag abzuschaffen. Also das ist wohl das eklatanteste Beispiel, dass wir den Rhythmus von Aktivität und Ruhe denn der Woche eben versuchen zurzeit zu reduzieren. Wir meinen ja, es läuft ja unter dem Banner vermehrte Freiheit, oder? Ja, dabei würde ich behaupten, es ist eher gerade das Gegenteil. Das ist das Gegenteil, auf jeden Fall für die soziale Organisation. Mhm. Also es ist eine Katastrophe für Familien und es ist natürlich etwas mehr Freiheit für alleinlebende Menschen, die sozusagen auch am Sonntag noch einkaufen gehen können, weil ihnen sonst halt nichts einfällt. Aber für Familien ist es eine Katastrophe, denn der Sonntag ist wenigstens noch der einzige Tag, an dem statistisch gesehen 70% der Deutschen gemeinsam essen. In der Familie. Das ist am Werktag nicht mehr der Fall. Das wird aufgelöst. Ja, das heißt, man könnte sagen, der Mensch, der zu Beginn gedacht hat, er hätte die Zeit im Griff, stellt fest, die Zeit hat ihn im Griff. Ja. Die Uhr hat uns im doppelten Sinn gefesselt. Also sie hat uns sozusagen auch an die Uhrkette gelegt. Wir sind ja kurz davor, dass die Maschinen den Rhythmus bestimmen. Es gibt ja so einen Spruch, dass man sagt, hoffentlich halten die Computer uns noch als Haustiere. Ja, zweifelsohne. Ja, oder eben dieses Wahnsinns fixiert sein auf nichts versäumen wollen. Das haben Sie auch schon mal gesagt, das finde ich so wesentlich. Und dass man dann diese Zapp-Mentalität entwickelt, weil nichts mehr bleibt, sondern einfach ständig rumzappt, weil man denkt, man muss ja dort auch noch was mitbekommen. Welche Gefahren, ich sehe eine große Gefahr, aber vielleicht bin ich zu pessimistisch. Ich denke mir, man lernt ja gar nie mehr, sich zu konzentrieren und wirklich über etwas mal nachzudenken und versuchen, Zusammenhänge auch komplexere zu verstehen. Ist das zu pessimistisch gedacht? Also der Alltag tendiert in diese Richtung, also in so eine sogenannte Instant-Gesellschaft, alles zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und wir selber als Arbeitskräfte werden zunehmend zu einer zu Stand-by-Arbeitskräften, das heißt Abrufkräften, dann, wenn wir gebraucht werden. Das
ist auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch mehr Freiheiten. Also wir sind nicht mehr einem Vorgesetzten so ausgeliefert, wie wir das noch vor 50 Jahren waren, der unsere ganze Zeit für uns verplant, sondern wir können zum Beispiel heute entscheiden, wann wir morgens aufstehen. Viel mehr Leute können das als vor 50 Jahren durch die Gleitzeit und Ähnliches mehr. Das heißt, wir könnten unserem eigenen Rhythmus entsprechend leben und könnten auch entstresster leben an dieser Stelle, wenn wir wieder Zugang zu den Maßen hätten, die das gewährleisten. Und das ist halt das große Problem, dass die Mediengesellschaft auch nicht sehr viel Maße liefert, die befriedigen, sondern dass die Maße nur aus uns selber und aus dem sozialen Erleben kommen können. Und trotzdem ist unsere Freiheit sehr beschränkt, wenn man denkt, wie wir immer also darauf hinziehen, möglichst viele freie Zeit auf die Seite zu tun. Mhm. Und kaum hat man sie, muss man sie irgendwie füllen. Davon leben ja die ganzen, die Tourismusbranche und so weiter. Und dann ist man wieder so in einem Teufelskreis, nämlich, dass man aus der Freizeit Genusszeit machen sollte. Ja, weil wir keine freie Zeit haben, sondern mehr Freizeit. Die Differenz würde ich sehr deutlich machen. Freie Zeit ist Zeit, über die man nicht verfügt. Also verfügbare Zeit, über die man nicht verfügt, sondern die man lebt quasi, wo man etwas auf sich zukommen lässt. Zeit oder Ereignisse oder andere Menschen oder so etwas auf sich zukommen lässt. Und Freizeit ist das, was ich organisiere. Das ist ja auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, die Freizeit überhaupt erst. Vorher gab es ja die Freizeit überhaupt nicht. Das ist sozusagen letztlich Konsumzeit. Und das ist ja ein unheimlicher Druck auch auf die Menschen. Also wenn man sieht, wie das passiert. Also hier in der Schweiz hat fast jeder Zweite ein Häuschen im Tessin, also in der Südschweiz. Und ich höre oft von Menschen, die am Wochenende wirklich dorthin stressen müssen, um ihr Häuschen wieder zu besuchen. Das ist auch der unglückliche Versuch, das Leben zu ritualisieren. Das findet halt auf der Autobahn statt, sozusagen, indem man jedes Wochenende zu dem Haus hinfährt. Damit versuche ich eben, Zeit zu organisieren und meinem Leben einen Sinn zu geben und eine Zeitordnung zu geben. Ob es ein sinnvoller ist, würde ich auch bezweifeln wollen. Sie haben vorher von der Chance der Flexibilisierung auf jedem Gebiet geredet. Man hat eine Wahlmöglichkeit. Kann man sagen, dass das wirklich eine Chance ist, aber dass die Grenze dort ist, wo die Wahl unübersichtlich wird, wo wir zu viel wählen können, dann wird es für den Einzelnen ja wieder chaotisch. Und da braucht es doch wieder ein gewissermaßen ein Lebenssetting. Da sind wir doch auch darauf angewiesen. Das macht in letzter Zeit diesen Schub an Zeitdruck aus, den wir erleben, dass wir nicht nur die Freiheit haben zu wählen, sondern wählen müssen, den Zwang haben, wählen zu müssen. Also wenn Sie 36 Fernsehprogramme haben, müssen Sie sozusagen Entscheidungen treffen. Und 14 Telefongesellschaften. Und 14 Telefongesellschaften. Oder heute Morgen beim Frühstück im Hotel musste ich zwischen 6 verschiedenen Teesorten wählen, kurz nach dem Aufstehen. Ich musste 34 Entscheidungen treffen, bis ich irgendwas zum Essen auf meinem Tisch hatte und so weiter. Ich wäre also zur Wahl gezwungen, morgens früh. Ich bin nicht jemand, der sehr gut morgens früh um 7 entscheiden kann. Und von daher finde ich das eher lästig, diesen Zwang zur Freiheit. Also eigentlich möchten Sie nur ein gutes Frühstück. Ja? Das braucht dann auch wieder Zeit. Genau, das kostet ganz viel Zeit. Und die Organisation kostet wieder ganz viel Zeit. Mhm. Und das macht den Zeitdruck aus. Diese Freiheit ist immer mit Zeitdruck weiterhin zusätzlichem Zeitdruck erkauft. Das ist das Problem. Ja. Wo gelingt es dann noch? Es gibt ja sehr viele Dinge, die zu verstehen sehr viel Zeit braucht. Also wo es sich dann lohnen würde, meines Erachtens, die Zeit zu investieren. Also eben über das Leben nachzudenken und so weiter. Aber das ist, oder auch über geschichtliche Vorgänge, wie war es möglich, dass dieses und jenes geschehen konnte. Mhm. Das sind alles ganz komplexe Sachen. Mhm. Und das schwindet so. Also ich meine, die Medien sind ja gezwungen, jeder Beitrag darf ja nicht mehr als 2-3 Minuten sein, damit noch jemand zuhört. So ist es. Wie kann man dem entgegenwirken, dass die Leute sich doch noch bewegen lassen, sich in etwas zu vertiefen und darüber nachzudenken und dann vielleicht auch sich ihrer Verantwortung bewusst werden? Also ich wünschte mir, dass Lehrer in der Schule zu Kindern sagen, versteh mich nicht so schnell. Um also zu lernen, Verstehensprozesse, langsame Verstehensprozesse zu lernen. In der Industrie macht man das so, dass man Leute, die kreativ arbeiten, einfach aus dem Zeitmuster ausklingt und ihnen durchaus Freiheiten gibt, weil man genau weiß, dass sonst nichts rauskommt in diesen kreativen Prozessen. Oder das sogenannte Outsourced und sagt, das ist jetzt deine Verantwortung, du kannst dir deine Zeit völlig selbst einteilen. Nur wollen wir in 2 Monaten ein Produkt haben, was du dir entwickelt hast. Also dort ist ja die Chance, wenn es ins Absurde kippt, dann merken es mit der Zeit auch die Leute. Ja, klar.
Klar. Also es gibt in Deutschland auch eine Untersuchung, dass die Innovationsbereitschaft der Wirtschaft deshalb reduziert ist, weil der Zeitdruck sich so erhöht hat. Und dann wird etwas ändern. Dann ändert sich was. Das ist klar. Wenn es Kosten macht, ändert sich was. Es wird sich auch was ändern. Zum Beispiel ändert sich in der Automobilindustrie was. Muss sich was ändern, weil die Automobilindustrie zurzeit ganz viel Rückrufaktionen hat, weil zu schnell etwas auf den Markt geworfen worden ist. Ein neues Produkt, also Mercedes A-Klasse, hat 500 Millionen gekostet, weil sie ein halbes Jahr zu früh auf den Markt... Sie konnten nicht warten, bis das ausgereift ist. Wieder was. Ja. Sie konnten nicht warten und hatten immer noch die Hoffnung, dass Elche lernen, Autos auszuweichen, was natürlich nicht lernbar ist. Und irgendwann hat man gemerkt, dass sie selber lernen müssen und dann, das hat ein halbes Jahr gebraucht. Und da merkt man das. Oder bei anderen Produkten merkt man das natürlich auch. Und das heißt, es muss immer zuerst Kosten verursachen, natürlich, bis die Menschen bereit sind, etwas zu In dem Moment, wo die Kosten den Nutzen übersteigen, dann merkt man das. Also die Frage ist natürlich, es gibt noch ein Abwälzen von Kosten. Also man könnte BSE als ein Produkt der von Beschleunigung, natürlich der Mast, verstehen, von Rindern. Also man versuchte ein Mittel zu entwickeln, hat das auch entwickelt, um die Mast zu beschleunigen, also schneller das Mastgewicht zu erreichen. Also ein Beschleunigungsphänomen. Und wenn diese Kosten den individuellen Verursachern zugerechnet worden wären, gäbe es keinen Bauern mehr in England. Das ist natürlich sozialisiert worden, über Brüssel finanziert worden, weitgehend. Also wenn Sie so sehen Sie die Kosten immer noch nicht in Ihrer Reinkultur und Sie rechnen sie nicht den Verursachern zu. Wenn Sie das machen, dann sähe es schnell anders. Aber es sind wieder Katastrophen notwendig, damit das eingesehen wird? Ja, natürlich. Natürlich. Es sind immer Katastrophen. Zum Beispiel die Katastrophen, die großen Katastrophen, das Sandoz-Unglück, Exxon Valdez, der Tankerunglück oder Tschernobyl, sind alle nachts zwischen 1 und 5 passiert, weil die Aufmerksamkeit der Menschen runtergesetzt ist während dieser Zeit. Das heißt also, man geht davon aus, dass der Mensch zwischen 1 und 5 morgens, wo er rhythmisch wirklich nicht diese Aufmerksamkeit herbekommt, auch wenn er noch so viel trainiert und so weiter ist, weil einfach der Kreislauf entsprechend reagiert. Und dass diese Aufmerksamkeit nicht möglich ist. Und die Riesenkosten entstehen dadurch, dass man die menschliche Rhythmizität verleugnet. Oder zum Beispiel die meisten Autounfälle auf der Autobahn passieren auch nachts zwischen 1 und 6, wo die Autobahn am leersten ist, weil die Leute eben einschlafen. Aber dann steht in der Zeitung, wenn sowas nachts um 3 passiert, so ein Unglück, menschliches Versagen. Das heißt, der Schlaf wird als menschliches Versagen inzwischen interpretiert. Ja. Und das sieht, daran sieht man schon mal, wie weit man weg ist von den Naturrhythmen. Eine letzte Frage, Herr Geißler. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was raten Sie uns im Umgang mit der Zeit? Wie können wir diesem Teufelskreis der Beschleunigung entkommen? Na, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir angefangen haben, quasi sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und den Sachverhalt zu akzeptieren, dass man nicht alles erleben kann im Leben sozusagen und dass man eine qualitative Auswahl treffen muss. In München hängen gerade ein paar Plakate aus, die finde ich sehr schön formuliert, da steht drauf, leben Sie das nächste Jahrtausend, als sei es Ihr letztes. Das Jahrtausend. Danke für dieses Gespräch, Herr Geißler. Bitteschön. Unser Gast hat verschiedene Bücher zum Thema Zeit geschrieben. Das zuletzt erschienene möchte ich Ihnen hier vorstellen. Karl-Heinz Geißler, Vom Tempo der Welt, aufgelegt im Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1999. Am kommenden Sonntag sind wir wieder in unserem Café Philo im Theater am Neumarkt. Es geht um die Frage, die alle Eltern sich immer wieder stellen: Wie erziehe ich mein Kind richtig? Der Kinderarzt und Bestsellerautor Remo Lago stellt sich den Fragen des Publikums. Für heute sehen Sie noch die Sternstunde Kunst, gleich nach unserem musikalischen Intermezzo.